Ich weiß, dass ich also in dem Laufstall, in der Tankstelle groß geworden bin. Denn meine Mutter hat also auch fest mitgearbeitet in dem Unternehmen. Auch als Kind habe ich denn da schon das Benzin im Blut hier genossen und verinnerlicht. Bis heute. Robert Magerkort gründet am 2. Februar 1921 in Uslar die heutige Autohaus Siebrecht GmbH. Damals noch als Robert Magerkort Optik und Mechanik firmiert. Das Unternehmen befasst sich zunächst mit der Reparatur von optischen Instrumenten und Nähmaschinen. Aufgrund der rasanten Entwicklung in der Automobilbranche wird das Unternehmen im Jahr 1924 um eine Autowerkstatt und ein Ersatzteillager erweitert. Bereits 1926 wird das damals noch junge Unternehmen Vertragspartner der Adam Opel AG. Dieser Vertrag zum Verkauf und Service von Opel-Fahrzeugen setzte den Grundstein einer erfolgreichen und langjährigen Partnerschaft. Zudem werden in diesem Jahr in Berlin die ersten Verkehrsampeln in Betrieb genommen. Mein Vater hat in dem Unternehmen, das damals Magerkort hieß, seine Lehre absolviert. Das Jahr 1952 stellt ein bedeutendes Jahr für die Unternehmensgeschichte dar. In diesem Jahr zieht das Unternehmen an seinen heutigen Standort in der Wiesenstraße. Der gesamte Automobilmarkt ist ja auch weiter gewachsen. Somit hatten wir uns auch den Anforderungen gestellt, die Räumlichkeiten so zu haben, wie der Kunde es gerne hätte. Mit dem Eintritt von Ewald Siebrecht in die Geschäftsführung wird das Unternehmen in das Autohaus Magerkort und Siebrecht umfirmiert. Also grundsätzlich kann ich zumindest schon für meinen Vater sprechen, dass er sehr engagiert war. Also war immer 7 Tage die Woche für seine Kunden da. In den darauffolgenden Jahren bringt Opel einige neue Modellvarianten auf den Markt. Für 14.15 Uhr bereitstellen 2 Versuchswagen vom Typ GT zur Erprobung auf der Schnellfahrbahn. Für eine beeindruckende Rundumsicht. Fahrkultur, das sind breite Türen, die satt ins Schloss fallen. Nur 2 Jahre nach der ersten Mondlandung feierte das Autohaus im Jahr 1971 bereits sein 50. Jubiläum. Nur kurze Zeit später tritt Joachim Siebrecht in die Geschäftsführung ein. Die Erweiterung durch den Bau einer Lackiererei mit angeschlossener Karosserie sowie der Start der Zusammenarbeit mit dem ADAC gegen Ende der 70er Jahre stellen bis heute bedeutende Meilensteine dar. Auf dem Arbeitsamt sagte man mir, das Autohaus Siebrecht sucht eine Büroangestellte, aber die nehmen Sie sowieso nicht. Und daraus wurden 40 Jahre. 1973 wurde unser Sohn Mike geboren, anscheinend auch mit Benzin im Blut, der heute genauso agil das Unternehmen mitführt und auch so weiterführen wird. Der heutige Juniorchef Mike Siebrecht stand in seinem Laufstellchen im Büro, wenn die Mutter bzw. Großmutter zum Anmelden der Neuwagen nach Nordheim oder auf Geismar fuhren. 1980 findet die finale Umfirmierung zur Autohaus Siebrecht GmbH statt. In Göttingen wird 1984 ein 2. Standort eröffnet. Später sollen weitere Standorte folgen. Ja, wenn ich noch ein bisschen weiter zurückgehe, dann kann ich aufs Jahr 1980 zurückblicken. Und im Jahr 1980 haben wir mal mit 30 Mitarbeitern hier angefangen. Im Jahr vor dem Fall der Berliner Mauer 1988 wird die erste Tochtergesellschaft Auto Leasing Service GmbH, die seither als Leasingbank fungiert, gegründet. Mike Siebrecht tritt 1994 in der 4. Generation in die Geschäftsführung des Unternehmens ein. Von nun an leitet er gemeinsam mit seinem Vater Joachim Siebrecht die Geschäfte des Autohauses. In diesem Jahr eröffnet zudem ein neuer Standort in Holzminden. Das Besondere am Autohaus Siebrecht war eigentlich, dass sie immer sehr zukunftsorientiert waren, vorausschauend. Und das macht, glaube ich, auch den Erfolg aus. Also als ich kam, ich vergesse es nie, hat mein Mann immer zu mir gesagt, das wird hier noch größer, hältst du das durch? Na klar, das kriege ich hin. Im Jahr 2000 erfolgt die Eröffnung des Standortes Einbeek. Im Jahr 2014 wird eine 2. Tochtergesellschaft, die Fleet Spot GmbH, gegründet, die sich auf Fuhrparkmanagement fokussiert. Ein Jahr später erweitert Autohaus Siebrecht sein Angebot und wird autorisierter Servicepartner und Vermittler der Marke Mitsubishi. Die prägendste Zeit war tatsächlich die Ausbildungszeit. Und hier hat man, glaube ich, mehr Zeit auf dem Bau verbracht mit Neubauten, Einbauten, Vergrößerungen. Wenn Sie die Wiesenstraße in Uslar betrachten, haben wir eine 110.000 Quadratmeter große Fläche, die wir hier bebaut haben. Irgendwo war immer eine Baustelle.
Es wurde nicht nur vergrößert, es wurde auch immer modernisiert. Ja, im Autohaus Siebrecht ist die Digitalisierung natürlich oberste Priorität. Wir versuchen täglich dahin zu kommen, papierlos zu arbeiten. Es soll einfacher werden für den Kunden, es soll einfacher werden für unsere Mitarbeiter. Um den Herausforderungen der fortschreitenden Digitalisierung gerecht zu werden, wird 2020 die dritte Tochtergesellschaft Digital 35 gegründet. Und wir möchten auch in Zukunft noch näher am Kunden sein, noch schneller sein und auch flexibel sein. Und das geht nur, wenn man sich für die Zukunft aufstellt. Der Slogan, ungewöhnlich persönlich, jeder Herausforderung, die hier kommt, wird sich gestellt. Alle spielen mit, das Team spielt mit, die Geschäftsleitung spielt mit und das macht es einfach aus. Ja, wenn ich mal reflektiere, wie wir so groß geworden sind, dann muss ich eins dazu sagen, dann liegt es an den Mitarbeitern. Wir sind, und ich besonders, bin sehr stolz auf die Mitarbeiter, aber immer mit dem Blick, dass der Kunde im Mittelpunkt unseres Tun und Handeln steht. Das haben unsere Mitarbeiter bis heute begleitet und das macht das Unternehmen absolut erfolgreich. Man muss das halt einfach sagen, die Familie Siebrecht ist immer für einen da, egal ob privat oder beruflich. Ohne diese Mitarbeiter gäbe es diesen Betrieb in diesem Umfang überhaupt nicht. Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiter. Total. Ja. 2020 sind über 350 Mitarbeiter bei der Autohaus Siebrecht GmbH beschäftigt. Heute ist die Unternehmensgruppe Siebrecht die universelle Anlaufstelle für alle Themen rund um das Automobil, für Privat- und Großkunden. Geht nicht? Gibt's nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Das war so, geht nicht, gibt es nicht. Geht nicht, gibt's nicht, das ist der Slogan. Denn wenn jemand kommt, das geht nicht, und dann komm ich, geht nicht, gibt's nicht.